So, hallo. Wir machen weiter bei WarioWare Get It Together. Und es gibt eine interessante Erkenntnis, die ich dank eurer Kommentare mitbekommen habe. Und zwar, dass die englische Übersetzung scheinbar teilweise die Missionen anders schreibt als die deutsche Übersetzung. Deswegen werden wir jetzt mal die Sprache ändern. Wobei ich mich gerade frage, wie? Wie ändere ich? Wie komme ich in die Optionen? Hä, wo ändert ihr denn die Sprache? Also, es wurde geschrieben, ja, teilweise sind die anders formuliert und dann versteht man erst, wie die funktionieren. So, hier zum Beispiel, das scheint wirklich 75 Mal eine Klingel in einem Spiel zu sein. Und beim Englischen steht scheinbar gar nicht dort, dass es Penny ist, mit der man es machen muss. Also, es ist offensichtlich, dass es Penny ist, weil keine andere kann so schnell eine Klingel betätigen. Aber ja. Ja, aber wie ändert ihr denn? Hä? Ich habe doch gar keine Optionen in dem Spiel. Ich kann einen Spieler und zwei Spieler machen. Ja, cool. Oder muss ich, Moment, muss ich in der Switch die Sprache ändern? Muss ich hier irgendwie, keine Ahnung. Wo ändere ich denn die Sprache? Oh, come on, muss ich jetzt jedes Mal? Das ist ja dumm. Gibt es nicht im Spiel die Option, die Sprache zu ändern? Ja, dann, okay, wir machen erstmal weiter. Ich wollte jetzt hier einfach hin und her wechseln und gucken, wie dann die Dinger heißen, aber okay. Ich würde. Also, das ist das gleiche übrigens wie mit der Nase. Bei der Nase ist es scheinbar auch. Das machen wir jetzt. Die Nase machen wir jetzt. Bei der Nase ist es scheinbar schon egal, welches Loch man trifft. Wichtig ist nur, wo ist denn die Nase gewesen? Alltag? Ja. Wichtig ist nur, dass es alle Charaktere durchgespielt haben. Und das sind dann halt 18 Stück. Also, ne, 2 mal 9. Es muss einfach jeder Charakter einmal getroffen haben. Also versuchen wir das doch jetzt nochmal. Verstopfen. Da haben wir ja gleich die Beste. Oh Gott. Oh, gerade so. Verstopfen. Boah. Ich bin überhaupt nicht mehr aufgewärmt gerade, aber ich krieg's hin. Verstopfen. Junge! Ey, das wird gleich hektisch, wenn es schneller wird. Hilfe. Verstopfen. So. Können wir bitte Jojo-Dings gleich mal bekommen, weil der schwieriger ist? Oh, gerade so. Oh je. Ab dafür. So. Verstopfen. Die Flieger wären eigentlich schlauer, wenn man sie später kriegen würde, weil die einfacheren sind. Verstopfen. Jetzt kriegt er wieder den Quatsch. Okay, Treffer. Oh Mann, sobald der Ding. Oh, der kommt wahrscheinlich zum Schluss dann, weißt du? Hilfe! Mich hält nichts auf. Verstopfen. Oh nee! Verstopfen. Oh yes! Oh Gott! Verstopfen. Hoch mit dir! Oh! Verstopfen.
Oh Gott. Er kommt wirklich als letztes, oder was? Oh nee, er kommt wirklich als letztes. Das ist nicht fair. Da ist er. Ah, super. Aber wie ist denn das jetzt? Wenn ich jetzt nochmal bis zu ihm spiele, aber es geht ja ohne vorher zu sterben, na? Ich glaube, das reicht nicht, wenn ich jetzt nochmal bis zu ihm komme. Aber die Reihenfolge ändert sich, wann die drankommen, oder? Ja, ich glaube, die Reihenfolge ändert sich. Wir probieren es einfach mal weiter. Boah, es war knapp. Ist eine gute Übung, Lul. Oh, Mist. Aber wir haben hier schon die Hauptdings, ne? Die Hauptmission haben wir schon hier bekommen. Oh, ups, das war richtig ungünstig. Ja, er kriegt's einfach nicht hin. Scheiße. Ach komm, ey. Verstopfen. Können wir die Schwierigen nicht gleich am Anfang bekommen? Na gut. Verstopfen. Nicht so übel. Fasziniert. Verstopfen. So. Welch Erfolg. Okay, sie ist schon mal weg. Oh Gott. Verstopfen. Gerne doch. Verstopfen. Nein. Sehr gut. Ja. Verstopfen. Okay. Yes, er ist raus. Wer ist noch schwierig? Ja, sie ist noch schwierig. Oh, yes. Okay. Wer bleibt denn jetzt noch übrig alles? Verstopfen. Ach ja. Verstopfen. Okay. Ah ja, er. Okay. Er. Okay. Ach er, ja, stimmt. Okay, wer jetzt noch? Amona. Zählt das jetzt nicht als Dings? Oder kriege ich das erst, wenn Dings? Da muss jetzt wirklich in jedes Nasenloch. Also ich. Es hat auf jeden Fall nichts angezeigt bisher. Ja, egal, wir machen jetzt mal wieder fertig. Muss es wirklich in jedes Nasenloch? Ja, ist jetzt ja egal. Machen wir mal weiter. So, raus, raus, raus. Nein, ich will nicht hier rein. Ich will raus. So. Okay. Krieg ich die Mission jetzt vielleicht? Nein? Schade. Ach, come on. Also dann doch in jedes Nasen... Das Ding ist aber, ich glaube, wenn ich jetzt umschalte, ich glaube, dann geht die Aufnahme auch aus. Wenn ich das über dieses Elgato-Ding aufnehme. Ja, ich meine, hier steht's ja. Mit jedem der Charaktere jeweils 9-mal in jedem Nasenloch. Aber...
mit jedem jeweils 9-mal, wenn ich das jetzt logisch aufdrösel, würde das bedeuten 18 Charaktere mit jedem jeweils 9-mal in jedem Nasenloch. Das ist... Ach, come on. So, wir probieren das nochmal. Klingelingeling. Aber ich glaube, es wäre schlauer. Wir gehen einfach in die nächste Mission rein und gucken uns da an, was es gibt. Wo ist ein Klingelingeling? Da unten. Also das Ding ist, wahrscheinlich ist Penny irgendwann wirklich so schnell. Guck mal kurz. Aber ich muss es ja mit Penny machen, stand ja dort. Wahrscheinlich ist Penny irgendwann wirklich so schnell, dass man sozusagen dann... Klingeln. Ich will das kurz demonstrieren. Dass man in der Klingel halten kann und dann schießt. So, irgendwie. Na so, dass das halt irgendwie dann funktioniert. Klingeln. Klingeln. Ah, die Klingel, auf der man ist, die reagiert da gar nicht, ne? Ha. Klingeln. Ja, aber ich glaube, also wenn man das so anschaut, Klingeln. Das könnte schon auf 75 rauslaufen, wenn man schneller und schneller und schneller wird. Klingeln. Ja, ja, doch, das läuft auf 75 hinaus irgendwie. Klingeln. Ich glaube, so ist es gedacht. Schauen wir mal. Klingeln. Ja, bei einer einzelnen ist passiert es natürlich nicht. Klingeln. Es muss halt so eine Reihe sein. Na, da eher auch eher weniger. Klingeln. Aber es wird halt immer... Die Zeit wird ja auch immer knapper, also... Ah, shit. Die Zeit wird ja auch immer knapper, das ist dann... Ich find's noch schwierig, mir das vorzustellen. Weil die Zeit läuft dann ja auch schneller rum. Dass man da wirklich auf 75 kommt an einem in einem Stück? I don't know. I really don't know. Ich meine, das war noch jetzt auch nicht mehr wie, keine Ahnung. Na, man klingelt zwar schneller, aber das geht ja auch schneller rum. Ich finde es ganz schwierig, mir das vorzustellen, dass das funktioniert. Und dann muss man bis 75 spielen. Das wird doch keine 75 so. Das geht doch schneller rum, alles. Klingeln.
Ich glaube, man muss einfach bis 75 spielen, kann das sein? Das wären keine einzelnen 75. Niemals. Niemals. Das wären nie 75. Das geht nicht. Das geht so viel schneller rum. Oder 75 verschiedene Klingeln. Aber auch die hätte ich jetzt schon, oder? Na, wobei... Manchmal ist es ja nur eine. Dann sind es mal drei... Ja, wir spielen jetzt mal bis 75. Wenn da nichts passiert, dann weiß ich auch nicht. Einundsiebzig, zweiundsiebzig, dreiundsiebzig, vierundsiebzig, fünfundsiebzig. Nichts passiert. Was soll ich tun? Ich bin verzweifelt. Ich weiß absolut nicht. Ich weiß absolut nicht, was ich tun soll. Das geht zu schnell rum, also diese Reihe, ne? Da werden keine 75 draus. Ja, wir können das jetzt ins Unendliche setzen, aber das wird nicht besser. Ja, das wäre jetzt wieder eine Dreierreihe gewesen, aber... Das wären keine 75. Was willst du von mir, Spiel? Und wenn ich direkt auf der Klingel stehe, dann nimmt dies es auch nicht an. Also wenn ich muss von der Klingel runtergehen. Ich muss es vor der Klingel machen. Aber auch dann kriege ich eine Dreierreihe, kriege ich nicht hin. Ich check's nicht. Das wären keine 75. Niemals. Das reicht nicht. Nee. Ja, das wird's eine perfekte Dreierreihe. Ey, der erste, der schief ging. Ja, moin. So, jetzt machen wir einfach Schluss hier. Guck mal, das war jetzt so eine gute Dreierreihe. Und es wird einfach nichts. Ich muss nicht mal dahin ziehen. Ich kann einfach hier stehen bleiben und mein Wasser schießen. Wie soll das denn 75 werden?
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Guck mal, wie viele das jetzt gewesen sind und es ist nicht 75. Offenbar. Guck mal, auch hier wieder, wie viele. Ja. Muss es wirklich noch schneller werden, oder was? Aber dann geht's ja auch schneller rum. Also, das dürfte sich ja ergänzen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist doch rigged. Das ist doch alles rigged. Jetzt haben wir 175. Ihr wollt mich doch komplett foppen. Das werden keine 75. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es wird auch nicht, es wird, wie gesagt, es wird nicht mehr, weil die Zeit schneller abläuft. Ich treffe die gar nicht öfter. Nur weil es schneller wird. Nee, komm, also Schluss. Schluss. So dumm. Nee, du bist nicht gescheitert. What the hell? Ich bin erschöpft. Ja, ich auch. Was wollen die von mir? Ich stelle jetzt wirklich auf Englisch um, ne? Dann muss ich die auf... Ah, das ist dumm. Wo war denn das jetzt? Ja, das war auch komisch. Das habe ich auch noch überhaupt nicht. Das können wir uns nochmal angucken. Irgendwie muss ich mit 5 Volt es zurückschicken können. Das habe ich auch nicht verstanden. Fischgourmets, indem du ausschließlich alle Fische aus der mittleren Reihe beseitigst. Wie? Wann? Wo? Aus alle wäre ja, ich muss 5 wegnehmen und dann muss ich alle 5 erwischen, oder wie? Das ist auch dumm. 18 Mal, also halt einmal komplett mit allen durch. Aber schließe als Penny so oft ab, bis du mindestens 75 Mal eine Klingel betätigt hast. Hab ich. Lass mich in Ruhe. Ah. Oh. Ist das dumm, ey. So, wo ist jetzt der Quatsch? Da, 5 Volt. Komm ran. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass diese Dinger nicht den Boden berühren? Ja, ich meine... Ich kann dafür sorgen, dass ich nicht getroffen werde. So, das kann ich. Aber die Dinger berühren doch automatisch den Boden. Hä? Ach so. Also kann ich die wirklich zurückschicken? Oh mein Gott. Ja, aber... Ja, aber das ist doch dumm. Vor allem bei beiden, hä? Und da geht es nur um den Boden da unten. Also wenn es nur um den unteren Boden geht, dann okay. Ja, ja, da habe ich es runtergeschickt. Nicht erwischen lassen. Hey. Vor allem, wenn es zwei sind. Wie soll man denn die abhalten?
Nicht erwischen lassen. Ja, und jetzt war es zu langsam. Nicht erwischen lassen. Junge. Nicht erwischen lassen. Nicht erwischen lassen. Nicht mal den kriege ich hin, den einzelnen. Alter, das ist doch dumm. Nicht erwischen lassen. Nein, jetzt ist der da unten. Oh. Also die Missionen, ne? Also alles, was recht ist. Ja, schön für dich. Also alles, was recht ist. Manche Missionen sind schon ziemlich, ne? Gewöhnungsbedürftig, sag ich mal vorsichtig. Komm, wir machen noch eine Runde Wario Cup, weil es müsste noch was Neues geben. Eieiei, echt. Und für nächstes Mal stelle ich auf Englisch, was soll's. Alles klar, wir leveln hoch. Stabil. So, was haben wir jetzt? Extreme Temperaturen. Hier wechseln sich richtig heiße Spiele voller Feuer und so mit ganz kalten ab. Bei denen es mehr um Schnee und Eis geht. Und klar, wenn es gut läuft, wird es auch noch rasanter. Also vergiss das nicht bei deiner Charakterauswahl. Ah ja. Na gut, ich habe noch gar keine Ahnung, wer drankommt. Offenbar hat sie, also die hat einen hohen, die hat sowieso einen hohen Schwierigkeitsfaktor, Lul. Sie hat auch einen hohen Schwierigkeitsfaktor hier, okay. Achso, aber wir haben auch die Grundwerte gesteigert, stimmt ja. Stimmt, wir haben ja auch die Grundwerte gesteigert. Wir nehmen mal einmal Red. Ich weiß, dass der nicht sehr viel Dings, ne, und so, aber hey. Dann probieren wir es mal mit Jimmy. Ach, ich habe nur 2 zur Verfügung. Ja, dann nehmen wir halt die 2. 14 Level sind's. Ah, andersrum. Das war ja sehr gut. Ah, jetzt ist es hier. So. Ach nee. Die Kugel kommt als erstes und dann das Gesicht. Jetzt schneller. Löschen. Nein, so. Hallo. Oh, das war schlecht. Jo, was zum... Hä? Warum ging nur der eine? Nein! Ja, uff. Junge, dein scheiß Eis. Ich hab's hingepfeffert. Es war richtig und dann hab ich's noch hingepfeffert. Oh Gott, ist viel zu langsam. Ach, nicht die Bombe. Ups. Da drüben war er doch, Mist. Oh. Stabil, Bowser. Ach so, ich hätte da nicht durchgekonnt, okay. Ja gut, das war noch nicht so gut. Lul. Okay, jetzt wissen wir aber, welche Dinger kommen. Es kommen ja immer die gleichen, haben wir jetzt festgestellt. Dann wäre das ja schon was für 5 Volt. Ich weiß jetzt gar nicht, warum hier einen Schwierigkeitsfaktor von 1,04 hat. Finde ich ganz stabil.
Ja, er sehe ich ein, dass er hier nicht so gut geeignet ist, Lul. Na komm, wir probieren es mal. Es ist zwar herausfordernd mit zwei Schwierigkeitsfaktoren, aber hey, wir gucken mal. Es ist also wirklich das Gleiche. Das heißt, wir wissen, was kommt. Das ist schon mal sehr gut. So. Jawohl. Ah, der andere hat nicht erwischt. Schade. Jawohl. Das kann's ja auch. Ah, Mist. Achso, hat's gepasst? Okay. Oh, das ist ungünstig mit... Ja, das ist ungünstig. Okay. Ah, wie mache ich das denn mit ihm? Hilfe. Mit ihr. Ja, sie kann ruhig verbrennen. Alles gut. Oh. Ja, das ist vielleicht ungünstig. Sie stoppt es ja wieder, wenn sie dahin geht. Okay. Nicht die Bombe. Nice. Schade. Okay, der ist auch, dieser auch mit Bowser schwierig. Aber das hier ist halt sehr einfach. Okay. Also Mama war eigentlich gar nicht so schnell. Mama, sag ich schon. 5 Volt war eigentlich gar nicht so verkehrt. So, wen machen wir denn jetzt noch rein anstatt 5 Volt? Ja, nehmen wir mal Mike. Machen wir mal so. Ah, jetzt ist aber verkehrt. Jetzt ist aber genau verkehrt rum. Jetzt sind die genau andersrum. Ich hätte sie als erstes aus... Nee, es passt. Das da. Und dann Gesicht. Sehr schön. Ah, ich darf nicht in die... Ah, shit, ich kann nicht in den Seilen. Jetzt habe ich es verstanden. War natürlich doof, aber jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ah, jetzt habe ich das da auch das gerafft. Nein! Oh, zu weit. Ah, das weiß ich noch nicht, wie ich das mit ihr regeln muss, aber hey. Nein, das hat nicht gereicht, scheiße. Okay, mit ihr muss ich mir da echt was überlegen, wenn ich sie da nochmal haben sollte. Ach, ich muss nur die... Ja, jetzt habe ich es gerafft. Nein, da oben... Oh, zu langsam. Das ist halt ein guter Abschluss. Das ist ein guter Abschluss mit ihr, ne? Okay. Ja, das, ja. Ha. Das Problem ist, dass sie diese Windräder bekommt. Das ist nicht gut. Ich muss sie als erstes auswählen. Na, probieren wir es doch einfach so nochmal. Das kann sie auch. So. Das ist, da ist er auch sehr gut für geeignet. Sehr schön.
Nochmal schneller. Löschen. Nein. Das müsste sie eigentlich auch können. Ja, never mind. Muss ich besser machen. Das sollte er auf jeden Fall können. Ja, er ist dafür sehr gut geeignet. Ja, aber wie soll sie denn... das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Oh Gott, das ist auch sehr schwierig mit ihr. Uff. Jetzt geht's zu an. Oh. Ich kann nicht mich da reinporten. Scheiße. So, das ist jetzt mit ihm halt sehr einfach. Nützt mir aber nichts, weil der Rest war kacke. Ah, das ist die Blume! Ja, das ist ja da oben. Na, dafür ist sie super. Und dafür ist er super. Okay, also, oh, es ist echt schwierig, da passende Charaktere zu finden. Einmal noch. Wir nehmen mal zwei Flugcharaktere. Wir nehmen mal Mike und Ashley. Das sind zwar ganz schlechte Zahlen, Basiswerte, aber einfach mal zum Probieren. Einfach mal, um auch alle Missionen zu schaffen. Das ist ja das. Wir haben ja bisher noch nicht mal alle Missionen geschafft. Ach, Missionen sage ich schon. Ihr wisst, was ich meine. So, du. Gut. Aufbrechen lassen. Au, nee, noch Mist. Es geht los. Mehr Tempo erforderlich. Durchspringen. Ja, das ist für ihn wieder sehr einfach. Das wäre auch für Ashley gut. Ernten. Ah, hier. Habe ich es geschafft? Okay, habe ich geschafft. Gut, da muss ich ein bisschen aufpassen. Kriegen wir aber hin. So. Nicht zu einer. Ah, ich darf da nicht so hektisch dagegen gehen. Das geht auch klar. Das geht mit ihr auch klar. Oh, das war knapp, aber es geht klar. Nein, die andere habe ich vergessen. Ah. Nee, da oben. Okay, Bowser. Okay, Bowser läuft. Oh, fast. Mist. Okay, einmal noch mit den beiden. Einmal noch mit den beiden. Andere Seite. Nein, der hat... Der da. Scheiße, die Zeit. Nein, jetzt hat er den Falschen hingesetzt. Leg mich doch am Arsch. Zünden. So. Nachbauen. Gesicht. Dreier. Na! So. Das kann sie auch. Gut. Aufbrechen lassen. Das ist gut, wenn er das bekommt. Ja, ah, der andere kann das können beide. Einer kann. Also, die. Okay. Das ist auch gut zu wissen. Nein! Oh. Fuck.
Gut. Ja, das kann sie auch. Ja, nice. So, sie kann ruhig brennen. Oh, das war knapp. Aber hey, hat funktioniert. Oh, gerade so. Yes. Yes. Bowser jetzt, ne? Nice. Und jetzt noch hoch. Jetzt noch hoch. Jetzt noch hoch. Oh Gott, der Weg ist 3 Jahre weit. Okay, nice. Huh. Damit bin ich erstmal zufrieden. Mission geschafft? Was für Mission? Okay. Was für Mission? Mein, nehme ich sofort Mission, gar kein Problem. Hä? Achso. Nehme ich sofort die Mission, aber erzähl mir, was ich gemacht habe, Lul. Punkte. Ah, Silbercup. Gewinne 1 Silbercup. Ah. I see, I see. Okay, nehme ich. So. Gut. Ja, ich würde vorschlagen, wir lassen es erstmal auf Deutsch und machen die Missionen, wie sie hier sind, und die wir nicht verstehen, können wir dann ja auf Englisch umschalten. Weil wenn ich jedes Mal die Switch umstellen muss, kriege ich die Krise. Danke fürs Zuschauen und tschüss.